Grüß die Leid, wir sind hier in der Kreidezeit, wo lauter Dinos hausen, oh mein Göttchen. Wir sind hier in diese Zeit gereist, weil wir auf der Suche nach den Elf der Ionen sind und zwei Dinos. Wir sind eigentlich auf der Suche nach zwei Dinos, die stärker sind als ein T-Rex, um deren Aura zu bekommen. Und da haben wir diesen Jungen da getroffen. Und der zeigt uns jetzt den Weg zum Boss, so nennt er, den mächtigsten Dino hier, wie es scheint. Ja, mal schauen. Und er ist auch nicht so eine Klarheit, wenn man das so sagen kann, dieser Soa, dieser Junge da. Mal schauen, was da noch alles so kommt. Und Perfect Cascade ist auch hier. Die vergnügen sich auch hier mit den Dinos und so. Wahrscheinlich nichts. Die möchten uns irgendwie ausrotten. Aber egal. Die Felswand ist wirklich steil. Da können wir doch nicht hinaufklettern. Hey, Felsenheini. Vielleicht kann uns ja wieder einer von deinen Dino-Kumpel helfen. Gute Idee, Aitor. Meinst du einen bestimmten? Keine Ahnung. Vielleicht einer, der gut springen kann und uns in seinen Beutel nimmt oder so. Kängurus gibt's hier keine, weißt du das? Aitor, es gibt keine Känguru-Dinos. Außerdem wäre das sehr gefährlich. Wenn Zoa Höhle will... Was? Wenn Zoa Höhle will, Freund Langhals hilft Zoa. Freund hebt Zoa hoch. Ja. Gute Idee, Zoa. Dann lass uns deinen Dino-Freund finden. Los, Langfrau, Frau Hals. Ja, Langhals. Irgendwie so. Langhals. Hey, ich glaube, er meint einen Alamosaurus. Der hat hier den längsten Hals von allen. Toller Plan, Zoa. Na dufte. Aitor hat die Idee, Zoa wird gelobt. Was soll's. Finden wir euren tollen Giraffendino. Ach ja, Aitor, ich mag dich. Aber mit diesen Dinos konnten wir bis jetzt noch nicht reden. Mit diesen Langhals-Dinos. Und natürlich ist wieder ein Dino da ganz, ganz in der Ferne. Und nicht hier, wo es normalerweise waren. Aber wir können ja da mal gucken. Mit meinem fetten Finger komme ich da unten nicht hin. So, okay, nur Frage an Frau Hülst. Was diesmal? So, bevor jemand fragt, ich möchte bitte keine prähistorischen Andenken, schon gar keine lebendigen. Oh, nicht mal ein klitzeklein Alamosaurus, bestes Haustier. Ach ja, das war zwar nur kurz, aber trotzdem herrlich. Ich genieße es. Ich genieße das Spiel in vollen Zügen. Ja, ich spiele das und nehme das nur in Zügen auf. In vollen sogar. Deswegen hört man auch alle Menschen, die hier hausen in diesem Zug. Ja, die hausen hier sogar. Deswegen hört man die auch hier nicht. Weil das Sinn ergibt. Was machst du hier? So. Hey, was geht denn ab, Freund? So, jetzt reden wir wieder dinosaurisch, oder? Das ist ein Alamosaurus par Alexalobobo. Excellence oder irgendwie so. Das sagt mir eher was, dieses Wort da. Los, bringen wir ihn zur Felswand. Ja, jetzt reden wir nicht mal mit denen. So weit sind wir schon. Und düngedüng, 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 juhu. Das ist zwar immer jetzt das Gleiche die letzte Zeit, aber ich habe verdammt Spaß daran. Immer so Dinos suchen und nebenbei das hier durchlesen. Obwohl, jetzt sind es immer nur ein... Aber egal, gestern im Fernsehen. Spooky! Mir machen sie wirklich so. Vielleicht erfahren wir ja jetzt mehr, warum Ricardo vor Nussecken Angst hat. Naja. Ha, jetzt verstehe ich, wie der Junge in der Kantine letztes Jahr... Netter Versuch. Wie wer? Da war dieser Junge in der Schulkantine und der hat immer gesagt, bleibt mit diesem Süßkram weg von mir, den mag ich nicht. Das hat der... Das hat er so lange gesagt, bis ihn alle die Nussecken okay. Gut vorgelesen. Wie lol das ausschaut. Schaut euch mal die Beine an. Hopp, hopp.
Ach man, ich hab meinen Spaß. Ich hab meinen Spaß hier in dieser Zeit. Und jetzt im Kreis und jetzt hier hinauf in den Hügel. Vielleicht können wir ja mit ihm jetzt dieses Spezialtraining durchlaufen. Wird sicher lol aussehen. Wir sind die Könige! So, jetzt trainieren wir von diesem Alamosaurus die Ausdauer. Oh, und du kannst das natürlich auch schon machen, ne? Das wäre doch gelacht. Warum ist jetzt ein anderer Dino hier? Hilf uns, du Langhals-Dings. Aber wir brauchen ihn gar nicht. Gut gemacht. Mann, das schaut so lol aus. Vielleicht können wir ihn irgendwie klitschen. Mal schauen. Jetzt möchte ich ihn da in die Ecke klitschen. So. Ne. Ein bisschen geklitscht hat schon. Und vielleicht... Ja, aber gar nicht so glitchy ist das Spiel, muss man schon sagen, weil wenn man hier jetzt um die Ecke so geht, ne? Ja, da ein bisschen, aber nicht gigantisch, ne? Das muss man schon lassen. Und da durch die Bäume, okay. Okay, hier ist ein bisschen anders, ne? Egal. So, jetzt gehen wir einfach weiter. Genug Spaß gehabt mit dem Zeugs hier. Pass auf, du Junge, du willst sicher nicht mit mir anlegen tun, weil wir haben hier ein Riesendino, das komisch läuft, ne? Diese Beine, wenn es läuft. So, wir sind wieder hier. Na? Dann lassen Sie mal sehen, Monsieur Alamosaurus. Aber nett sind Sie, muss man nur lassen. Okay. Das muss man ihn schon anrechnen, diesen Dinosaurier. Ja, klasse. Jetzt können wir einfach ihn hoch... Freunde, sehr, sehr gefährlich in großer Höhle. Aber so beschützt Mario nun, Freunde. So ein großer Beschützer. Danke. Obwohl, du hast, glaube ich, im letzten Part mal Erion gesagt. Und nicht Merion. Das muss ich schon sagen. So, wir lesen jetzt Innerlink hier. Na, schaut ein bisschen komisch aus hier, muss man das sagen. Naja, wir lesen bei ihm. So, wir lesen dir jetzt mal Innerlink vor. So, da du uns hilfst, ist das alles gut. Und sogar mehr Innerlink hier. Also, Frage an Frau Hills. JP, ich weiß genau, wie groß ein Alamosaurus ist. Nein, aber ich hoffe... dass ihr mir hinterher alles darüber erzählt, ne? Über diese Dinos. Na gut, dann werde ich ihnen aber wenigstens alles erzählen. Et Frau Hills, Sie wissen ja schon, dass JP stundenlang über Dinosaurier reden kann, oder? Sogar im Schlaf redet er über Dinos. Ich freue mich schon drauf. Schon sogar im Schlaf, okay. Süßes von Sam. Ja, komm schon. Es geht um dieses eine Essen. Wie heißt denn? Kapsaldeko. Das hat Sam gekocht. Du machst sie? Die waren aber echt lecker. Natürlich waren die lecker. Ich würde ja welche machen, aber woher soll ich hier Pat bekommen? Was ist ein Pat? Pat? Pat mit ein T, du Spasti. Das macht man aus Azuki-Bohnen. Aber bestimmt gibt es hier so etwas Ähnliches. Wieder so süß. Jawohl, ja! Was willst du denn sonst dafür hernehmen? Sam fällt schon was ein. Wer doch gelacht. Juhu, prähistorische Süßigkeiten macht jetzt Sam. Gestern im Fernsehen. Aber das muss ich auch irgendwie sagen. Weil im Anime, da dürfen nur bestimmte Leute mit. Ich glaube nur 11, wie die Mannschaft halt. Nur eine Mannschaft und nicht alle. Das würde hier dann nicht gehen, weil Sam ist eigentlich nie dabei, bis jetzt halt. Und das ist irgendwie traurig. Obwohl, das haben sie im Anime gesagt, dass halt die Wahrscheinlichkeit niedriger ist, dass wir auffallen und so die Geschichte verändern. Aber hier in dieser Zeit könnte man doch jetzt mit jedem, weil... Was sonst? Wir müssen halt aufpassen, dass wir hier nichts verlieren, irgendwelche Gegenstände. Aber sonst
ist es eigentlich egal. Egal, egal. Gestern im Fernsehen. Nur wegen Nussecken musste er so leiden. Echte Probleme. Das war wirklich gemein. Eigentlich nicht Goldie. Doch, das war gemein. Genau, er hat nämlich gar keine Angst vor Nussecken. Trotzdem ist es doof. Das hat er nur gesagt, damit sie ihn bewerfen. Als er dann allein war, hat er sie in aller Ruhe verputzt und so. Ja, aber wir reden hier gerade von Mr. Ricardo da oben, ne? Ob der so verlogen ist? Obwohl, wenn er Nussecken liebt, dann kann ich es mir vorstellen, dass er hier so verlogen ist, ne? Hat Spotter Zeit? Ein Dino, so. JP möchte ja ein Dino. Wenn ich einfach eine mitnehme, meint ihr, das merkt jemand? Willst du wirklich ein Dinosaurier als Haustier? Vielleicht hast du recht, so ein Dino ist bestimmt echt viel. Den Traum muss ich wohl aufgeben, schade. Tja, schade. So ein Dino wäre ein tolles Maskottchen für unsere Mannschaft. Ja. Ich muss mir das jetzt vorstellen. So ein T-Rex in so ein Tütü mit so Stoffdingern da in der Hand und ja, schaff das. Ja, das wäre wirklich toll. So. Hast du auch gelacht? Dankeschön. Dankeschön, dass du uns geholfen hast. So, was ist mit dir los? Warum rede ich noch mit denen? Das muss ich einfach. Das ist so. Da ist ein anderer Gegner und jetzt spielen wir einfach mit dir. Es ist falsch, Fußballspiel. Das wirst du noch auch schon noch anerkennen und so. Ich warte immer noch auf eine Dino-Mannschaft. Wenn es schon eine Roboter-Mannschaft gab, dann muss es auch mal eine Dino-Mannschaft geben. Ich kann mir irgendwie vorstellen, obwohl Perfect Cascade möchte ja gegen uns antreten. Die sind nicht so, jetzt kontrollieren wir die anderen, damit sie euch fertig machen. Die spielen wahrscheinlich selber dann gegen uns. Wir werden wahrscheinlich ablosen, wenn jetzt das der Fall ist. Oder die andere Gruppe da greift ein. Ne, mit Dingsbombs. Wie heißt's denn? Mit Engine-Dings. Dings da. Vielleicht greifen die ja ein und dann ist alles gut. Ja, das muss eigentlich so sein, weil... Wie sollte man sich das sonst erklären? Wenn wir jetzt gegen sie antreten, werden wir wahrscheinlich nicht so weit sein. Ach Göttchen, was war denn das? Werden wir wahrscheinlich nicht so weit sein, dass wir gegen sie gewinnen können, weil die sind ja jetzt so die Übermannschaft. Da muss eigentlich uns jemand helfen, weil wenn wir hier jetzt verlieren, voll ablosen, das war's dann. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass dann einfach so... Ja, jetzt kommen nur... Obwohl... Die könnten uns zu helfen, diese Engine-Viecher. Ich sage immer Viecher, das ist eigentlich nichts Negatives und nichts Positives gemeint. Einfach so, weil es komisch klingt, sage ich Viecher. Die könnten dann gegen Ende eingreifen und wir können dann noch flüchten, irgendwie sowas. So kann ich mir das vorstellen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Weil ich glaube irgendwie nicht, dass wir jetzt schon bereit sind. Auch wenn wir jetzt hier die zwei Mixi-Max-Viecher kriegen. Glaube ich trotzdem nicht, dass wir das jetzt noch schaffen können gegen die. Weil die sollen ja so riesen Talente... Ja, Talente. So furchteinflößend sein, ne? Alter. Ich glaube, ich lasse es mit denen. Einfach Mini-Sandwich. Sogar Mini-Sandwich bringt mehr. Ach, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt sind alle aufgefrischt. Und hier die goldene Truhe. Überall goldene Truhe. Grü. Grü, grü. Was bist du für einer? Warum hast du so ein Lächeln? Geh weg. Schauen wir mal, wen es hier gibt. Piep. Ja, aber hey, Lucian. Lucian. Kennt ihr ihn noch? Kennt ihr ihn? Wenn nicht, dann seid ihr doof. Aber du hast auch was. Aber wieder Torwart. Irgendwie werbe ich so viele Torhüter hier an. Da muss ich mal aufpassen. Naja, egal. So, wo geht's denn jetzt lang? Hallo. Auf dich dürfen wir nicht vergessen, ne? Okay. Was ist hier? Okay. Gesicht. Aber da hätten wir auch problemlos das Gesicht erwischen können.
Oder bist du noch da? Wahrscheinlich schon. Der ist jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit hier. Bis Galaxy ansteht, ne? Dann kann er sich wieder bewegen. Aber jetzt ist er hier. Für immer. Tschüss. Mal schauen, sind wir schon da oder gibt es noch weitere Wege? Aber mir gefällt die Welt. Na, generell. Mir gefallen die Welten in Inner Sum Eleven. Einfach, sie sind immer so schön gestaltet und alles. Oh. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß damit. Da unten ist ein Skelett. Oh mein Göttchen. Hier, große Höhle. Höhle, Boss, Haus. Findet ihr nicht? Es ist ein bisschen gefährlich, einfach so ohne Einladung bei einem riesigen Dinosaurier hineinzuspazieren. Ich meine ja nur, was, wenn er ein winziger Dinosaurier ist? Muss ja nicht ein Riese sein. Ha, nicht Gefahr. Boss, Freundin, Sor. Boss, große, nette Freundin. Du hast echt tolle Freunde, Sor. Ich bin schon total gespannt, was für ein Dinosaurier-Boss wohl ist. Schaut mal, ein kleiner Drodon blockiert die Brücke zur Höhle. Drobdonne? Du sollst doch nicht immer Französisch reden. Das versteht doch kein Mensch. Nicht Drobdonne, Drodon oder irgendwie so. Hast du noch nie von diesen kleinen, wirklich schlauen Dinos gehört? Übrigens, sind sie Fleischfresser? Augen gut auf, Ohren gut auf, so Freunde, sonst Mampf für böse Tiere. Was? Tolle Aussichten. Pah, Fleischfresser oder nicht? Diesen Pardon werfen wir doch locker von der Brücke. Diesen Pardon. Du bist doch so ein Dussel. Okay, okay. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Obwohl. Das muss eigentlich. Oder? Ich kann mir vorstellen, dass Perfect Cascade jetzt irgendwie da die Höhle angegriffen hat oder sowas. Und jetzt die Dinos voll aufgebracht sind und keinen mehr trauen und jeden angreifen. Das kann ich mir vorstellen. Aber Gehirnkontrolle bei den Dinos glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das die Art ist von Perfect Cascade. Glaube ich nicht, aber mal schauen. Gestern im Fernsehen. Gibt es noch was? Okay. Immer kurz etwas, ne? Okay, es ging jetzt noch um Nussecken. Er hat also eine Menge leckeren Nussecken kostenlos gekriegt. Mein Held, jawohl ja. Warum komme ich nie auf sowas? Wo wir gerade von Nussecken reden. Von Hashtag Nussecken, ne? Kennt ihr diese tolle Bäckerei bei mir in der Nähe? Beste Bäckerei der Welt. Ja, da war ich auch schon mal. Die sind echt super. Vielleicht können wir ja mal zusammen dahin gehen. Alle wieder hin und sowas. Okay, jetzt schaut ihr mal. Hallo, was ist denn los? Können wir einfach jetzt so vorbei? Hier kommen wir nicht so leicht vorbei. Wir müssen kämpfen. Wirklich? Ich habe mir zwar eine Mannschaft hier gewünscht mit Dinos, aber ist Perfect Cascade auch so lahm mit Gehirnkontrolle? Ich hätte gedacht, die sind voll die Übermannschaft. Die brauchen keine Gehirnkontrolle, aber naja, hallo. Okay. Ja, Dinos. Oh Mann, warum nicht mehrere Dinos? Was? Das klingt vielleicht komisch, aber einige Dinosaurier scheinen den Fußball für sich entdeckt zu haben. Was ist... Was? Fußball gegen Dinosaurier? Warum ist da jetzt was anderes? Dinosaurier sind extrem geschickt, deshalb nehmen sie den Ball, dem Gegner den Ball einfach ab, ohne dass es zu einem Zweikampf kommt. Genaue Pässe sind das beste Mittel, um schnell vors Tor zu kommen. Auch im Tor sind Dinosaurier extrem geschickt. Fast mühelos halten sie jeden Torschuss. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie du ein Tor erzielen kannst. Fülle die Torwartleiste, um den Tor-Dino zu erschöpfen. Viel Glück! Okay, die sind gar nicht overpowered und so. Wie sieht's mit dem Zweikampf? Können wir einfach so... Okay. Wir müssen... wie das ausschaut. Okay, dann schießen wir. Ich hätte auch gedacht, ja, vielleicht mit so Kampfgeist, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt so gescriptet, dass die alle salten. Deswegen schießen wir einfach mal normal drauf. Obwohl, bei einer Technik hätte es wahrscheinlich mehr Erschöpfung gegeben.
Ach man. Okay, wir nehmen einfach die Bälle so ab. Ich hätte gedacht, das ist eher umgekehrt so. Das ist so bekloppt. Aber ich find's geil. Einfach gegen die Dinos Fußball spielen. Jetzt muss ich auch irgendwie an den ersten Teil denken, da mit diesen Männern in Schwarz. Wir spielen da einfach Fußball, obwohl die eigentlich in ein Krankenhaus einbrechen wollten. Und Mädchen stehlen wollten, entführen, ne? Und dann spielen wir einfach Fußball, um das zu lösen. Gut gemacht, Orn. Das hast du gut gemacht, ne? Die Dinos. Hoffentlich gibt es mehrere solche Spieler. Mannschaftenspieler-Dings. Okay, gut gemacht, Jungs und Mädels. Ach man, was war denn los? Jetzt flüchtet ihr. Puh, das ging ja gerade nochmal gut. Ah, wie Freunde das gemacht. So nie gesehen, Kampf mit rundem Stein. Wir nennen diesen Kampf Fußball. Fußball? Was ist denn jetzt plötzlich los? Fußball, Fußball, Uga. Jetzt tanzen wir wieder. Ach ja, er hat seinen Gefallen daran gefunden, oder? So er echt mag Fußball, so er echt mag Freunde, Uga. Boss echt mag Freunde, so er sicher kommt, so er vorstellen, Boss tun. Ob das so gut geht? Ja, Faye, was ist los? Dinosaurier, die Fußball spielen. Nur Eldorado hätte die Möglichkeit, so etwas zu bewerkstelligen. Ja, Eldorado. Aber wie gesagt, ist jetzt Perfect Escape auch so lahm mit diesen Gehirnkontrolle? Ich hätte wirklich gedacht, die sind so eine Gefahr von sich aus, weil die so stark sind. Aber warum setzen sie dann auch auf Gehirnkontrolle? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Naja, wir reden hier von Eldorado, die sind einfach lame. So, gestern im Fernsehen. Juhu, wieder. Was war denn gestern? Nussecken zusammen hingehen. Das muss ich immer so kurz zusammenfassen, weil sonst weiß ich nie, was war denn vorher los. Wir reden also nicht mehr über gruselige Dinge. Na gut, was findest du denn jetzt gruselig, Ricky? Sag doch mal, verrate ich euch nicht. Also war das nur... Achso, dann war das jetzt nur so... So ein Troll von ihm. Natürlich Nussecken, ne? Ja, muss gleich nicht so aggressiv antworten. Ihr seid bereits topfit, wie ne Topf. Oh, was ist denn da? Ein Skelett. Dino-Knochen. Was gibt's hier? Oh, das Wasser schaut auch wieder so schön aus. Und was ist mit dir los? Warum immer so Punkt, Punkt, Punkt. Geht's euch nicht gut? Die blöden Eldorados. Habe ich doch gesagt, die kotzen mich an. Die kotzen mich regelrecht an. Die müssen vernichtet werden. Und das sage ich nicht nur, weil die kleine Erwin verletzt haben. Fußball, Soccer, Calcio, Football. Egal wie ihr das nennt, dieser Sport muss ausgelöscht werden. Ich bin eigentlich einer, der eher sagt, bitte verwendet im internationalen Bereich den Begriff Football. Ihr Amis, ihr könnt doch auch Football sagen, weil... Ja, es gibt bei denen auch Football, aber das hat nichts mit Football zu tun, sondern irgendwie so... Irgendwas anderes, nicht Fußball. Warum immer die Amis mit ihren Soccer? Und im Anime zum Beispiel übernehmen sie das auch. Dieses Soccer. Warum auch immer. Das ist doof. Das ist doof. Das stört mich immer, wenn die immer Soccer sagen. Obwohl, ich raste da nicht aus. Aber ich denke mir halt immer wieder... Warum könnt ihr bitte nicht das andere sagen? Das andere, bitte, sagt ihr bitte mal Fußball oder Football. Obwohl, bei den Japanern tun die sich leichter mit Soccer oder Football. Das weiß ich gar nicht. Wenn sie sich leichter tun mit Soccer auszusprechen, dann kann ich es ja noch verzeihen. Ja, was sagst du dazu? Der ist jetzt nicht mehr so... Traurig, so Punkt, Punkt, Punkthaftig. Ist da irgendwas drinnen? Oh mein Gott. Sieht man das hier? Ja, man hätte
Doch, man hätte es erahnen können. Wegen diesem Punkt hier, dass der irgendwas sein kann. Aber wäre jetzt dieser Punkt hier nicht gewesen, dann hätte ich schon irgendwie gedacht, das ist was, wo man nicht hin kann. Aber ich habe hier gerade irgendwie an Bravely Default gedacht, weil da gab es auch irgendwie sowas, wo man einfach so entlang gehen konnte. Obwohl, das ist hier nicht so arg. Man muss halt nur mit der Kamera ein bisschen herumspielen. Aber trotzdem. Was machst du denn hier? Was versteckst du hier vor mir? Oh, Truhen, und da war noch eine Truhe. Was gibt's denn hier? Oh mein Gott, mystisches Haupt. Oh mein Göttchen. Und hier? Studentenfutter L. Und Kraftschuhe. Was kriegen wir hier eigentlich für Schuhe? Dino-Füße. Ja, sowas kriegen wir hier wahrscheinlich. So, gibt's hier irgendwas zum Fotografieren? Nö, aber wieder eine Truhe. Was bist du für ein Spasti hier? Saftfleisch. Na, der Fußball wird aussterben. Aussterben. Und wir sind hier in der Heidezeit. Dinosaurier, die sind auch ausgestorben. Trotzdem werdet ihr jetzt vernichtet. Wer denn tun? Wer bist du jetzt? Achso, du bist Taske. Warum bist du eigentlich im Tor? Sie müsste doch im Tor sein. Aber naja. Kannst du noch ein Tor schießen? Ja, mit Schattenschlag. Gut. Komm schon, on. Das ist heute dein Part, wo du zeigst, was du drauf hast. Habe ich ja eigentlich länger nicht mehr verwendet, ne? Also, halb so schlimm. Schallmauer sollte eigentlich durchgehen. Joa. Joa, voll in die Fresse bekommen. Das sieht man auch gerne. Wahrscheinlich ist er jetzt endlich mal aufgewacht, ne? Von dieser Gehirnkontrolle. Ich frage mich jetzt gerade wirklich, weil normalerweise bei diesen Gegnern, die dich anrennen, die sind dann nach dem ersten Match, wenn man gewonnen hat gegen die, seht ihr, die sind jetzt weg. Wenn man dann gewonnen hat, kann man hier nochmal zurückgehen. Das sieht man, glaube ich, unten, ne? Die waren, glaube ich, auch weg. Jetzt sind sie wieder da. Und wir können sie jetzt normal ansprechen. Oder? Die sind jetzt nicht mehr so... Da sieht man ja. Die kann man jetzt normal ansprechen. Also heißt das, dass diese Kinder hier verbleiben müssen die ganze Zeit. Die tun mir doch auch irgendwie etwas leid. Ne? Oh mein Gott, das ist ein großer Ort hier. Was hat das zu bedeuten hier? Ich möchte aber schauen, was du hier verkaufst. Was verkaufst denn du denn? Gro verkaufst du? Naja. Zwischen wir, was hier verkauft wird und so. Können wir da rüber? Nö. Können wir da rauf? Nö. Also, was ist jetzt mit Boss? Hier, Hausboss, hier. Genau hier. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Aura bekommen. Stärker als ein T-Rex. Sie muss unglaublich stark sein. Hallo, Boss. So besucht, Boss. Neue Freunde auch hier. Oha. Und jetzt ist sie auf einmal so klein. Ich hätte mir echt irgendwie vorstellen können, das ist so ein Mini-Viech. Aber... Okay. Habe ich doch gesagt, sie wurde angegriffen. Boss! Boss! Boss, nicht gesund! Merion, zeig Boss runden Stein! Und ein Stein? Ach, meinst du den von eben, als wir gegen die Dinos gespielt haben? Hier, unser Fußball. Uga, Boss sagt, hart darunter Stein gegen Kopf. So wie der von Merion. Kawum, Boss nicht mehr weiß, was danach passiert. Das trägt doch schon wieder die Handschrift von Eldorados Handlangern. Bestimmt haben sie es zuerst wieder mit Gedankenkontrolle versucht. Aber Boss Aura ist so stark. Sie hat ihnen wohl widerstanden.
Boss sagt, Boss nicht mehr lange. Boss kämpft gegen böse Menschen. Boss ja müde. Aber sie wird doch wieder gesund, oder? Ganz bestimmt wird sie das. Freund lebt, Freund tot. Das Gesetz in großer Höhle. So ein Nicht-Mag-Gesetz. Nein. Boss besorgt und Big. Aber keine Angst, Boss. So wird Big beschützen. Big? Ein Dino-Baby? Bestimmt das Kind von Boss. Ja, Boss Mama von Big. Macht Big groß. Groß und stark. Big noch ganz klein. Aber Boss immer gut um Big gekümmert. Arme Boss. Armer Big. Ich kann kaum hinsehen. Das ist so traurig. Ja, sehr traurig. Und auch schlecht für uns. Wir können die Aura von Boss nicht aufnehmen, wenn sie so geschwächt ist. Ich hab doch gesagt, ich hasse dieses Eldorado. Oder aber, es kann auch sein, ich darf ja nicht so blinden Hass... nicht blind werden wegen dem Hass gegen Eldorado. Es könnte ja auch Engine gewesen sein. Schaut jetzt nur mal, oder irgendwer anders. Das könnte auch sein. Aber es gibt jetzt anderes, was wir zu erledigen haben hier. Hoffentlich ist das nicht so einer, hey, ich will jetzt hier der Boss werden. Wow, das ist ein Triceratops-Dings. Und wie schön und groß der ist. Das Spike nicht schön. Spike bösestes Tier in der großen Höhle. Spike will sein Chef von große Höhle. Jetzt Boss ganz schwach. Und darum Spike will wehtun, Boss. Schaut euch doch mal die Augen von dem Viecher an. Sieht doch schon klar nach Gedankenkontrolle aus. Nein, nicht kämpfen. Boss, nein! Boss, nicht Kraft für kämpfen. Boss muss liegen bleiben. Sie will ihr Junges verteidigen. Dafür nimmt sie sich ihre ganze Kraft zusammen. Nein. Ja, Leon. Boss tut genau das Richtige. Sie verteidigt ihr Kind. Wir müssen ihr gegen diese große Scheusal hier helfen. Da hast du recht, Goldie. Boss, große Freundin, Zor. Zor hilft. Aber was wollen wir nur gegen Spike tun? Zor, schlauer Kopf. Zor weiß, wie Spike wieder gut machen. Zor, großer Wiedergutmacher. Wir müssen es wohl versuchen. Na dann los, Zor, für Boss. Auf geht's. Was ist jetzt? Achso, Zor spielt jetzt. Oder ist das wieder so ein Minispiel? Das wäre auch schön. Wirklich jetzt mal so ein Bossfight, ne? Wir spielen da jetzt mit den Fußbällen und müssen ihn dauernd treffen und schauen, dass wir nicht getroffen werden. Das wäre mal was. Zor 5 gegen 5. Achso. Das hätten sie auch mal einbauen können, ne? Ich sag's jetzt nochmal so. Achso, ich muss... Was ist denn jetzt so? So. Hallo, was geht denn? Raimonds überraschender Neuzugang. Danke für Spoiler, auch wenn man sich's denken kann. Aber danke, Spiel, für Spoiler. Okay. Ist doch der Dinosaurier aufgewachsen. Wie gesagt, man kann sich schon denken, aber
es war ja jetzt nie so 100% sicher, dass das jetzt der Fall sein wird. Aber danke trotzdem für Spoiler, du Miststück, du. Wir warten jetzt, wo... Taske, sorry. So, hoffentlich ist sie jetzt mal im Tor. Weil sie gehört zum... Die ist sie nicht, aber jetzt ist sie im Tor. So, jetzt ist alles gut. Auf geht's. Dude. Okay. Spielen wieder. Auf geht's. Vernichten wir sie. Spike bald nicht mehr böse. So, kommt Spike helfen und so. Wow. Oh. Okay. Er hat jetzt einen Kampfgeist. Okay. Was? Ein Kampfgeist? So heißt also ein Fessler? Okay. Dann gehen wir einfach mal durch. Achso, ich kann ja nicht. Voll vergessen, ey. Nein! Los! Du fängst den Ball doch. Wär doch gelacht, ne? Mit den kurzen Beinen da. Himmelsand! Ja, so macht man das. Also, wenn du den jetzt nicht fängst, das ist dann lame. Gut. So was möchte ich hier sehen. Na, voll vergessen, dass man hier nicht in den Zweikampf gehen darf. Alter! Schaut euch mal diesen Torwart hier an. Ach ja, wir müssen ja so rangehen, ne? Schauen wir jetzt mal. Torwartschaden ist hier viel mehr. Also, wir müssen alles geben, ne? Ja, und schieß rein die Kugel. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ne? Oder? Ja, hat man auch gesehen. Oh, ich habe wieder so Flashbacks bekommen an den ersten Inazuma Eleven Teil, wo einfach der Ball dann reinging, ne? Wie der einfach das ganze Tor verstopft. Ja, so kann man auch das Tor verteidigen. Einfach so, genauso groß sein wie das Tor. Aber bald hast du sie nicht mehr alle. Hallo, Verteidiger? So, komm schon. Komm, nimm den Ball ab. Ja, so, und jetzt lauf nach vorne und vielleicht geht er schon wieder rein, die Kugel, ne? Auf geht's, mit einem normalen Schuss. Na, obwohl, von der Grundkraft könntest du den dann helfen. Obwohl, wenn er erschöpft wird, ist das sowieso egal. Ja. Wie groß das Viech ist. Wenn ich jetzt dieser Spike wäre, dann hätte ich mich vor Erschöpfung einfach ins Tor gelegt. Dann schießt man auch kein Tor. So kann man es auch machen, ne? Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht, so. Ha, was sagst du jetzt, Spike? War's das? Aufpassen! Für ein schlechter Verlierer. Boss! Was für eine gute Mutter. Mit letzter Kraft hat sie Big verteidigt. Gib jetzt nicht auf, Boss. Boss! Ruhe! Och nee. Warum? Warum muss Boss sterben? Jeder Freund tot irgendwann, Schippe. Jeder. Boss gute Freundin. Boss gute Mama. Big nicht besorgt. So beschützt Big. Big große Kraft wie Boss. Ich weiß ja, dass jeder irgendwann stirbt, aber das ist einfach zu traurig, Sky. Boss und Soa waren wohl echt enge Freunde. Marion! Soa spielt Fußball wie Marion! Soa bald großer Fußballjäger! Was? Fußballkraft! Soa muss haben Kraft, alles klar?
So a nicht Hörner, so a nicht Krallen, so a muss haben Kraft. So a muss beschützen, Big, alles klar? Das verstehen wir so. Wir freuen uns, wenn du mit uns trainierst. So a glücklich, jetzt zurück zu a Haus. Himmel dunkel, paar Sorgen macht um so. Ich hasse dich, Eldorado. Ich hasse dich. Aber ich weiß nicht. Macht's gut, Leute. Ich bin jetzt wirklich traurig. Das geht nicht. Ja. Ich beende jetzt einfach den Part, weil ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es kommt nichts Gescheites mehr raus. Wenn ich traurig beziehungsweise dann angefressen bin, dann kommt nichts raus. Also, bis zum nächsten Mal.